meine Damen und Herren, woran nichts können wir anfangen. Guten Abend, ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Guten Abend, herzlichen Dank, danke schön, freundlich, zu freundlich. Danke dir, zu mir, danke schön. Freundlich, danke dir, danke dir. So. Nein, nein, danke, danke, das ist schön, danke. Ich habe ein ganz neues Programm für Sie vorbereitet, bevor ich das Bühnenbild besteige. Etwas zur Entstehungsgeschichte muss ich sagen. Wenn ich ein neues Programm mache, mache ich meistens so Meinungsumfragen. Also Meinung ist eigentlich falsch, Umfrage eigentlich auch. Ich tue das kund. Und da gibt es bestimmte Leute, die ja bestimmte Vorstellungen haben von dem, was man überhaupt gar nicht machen sollte. Also sag mal, ich habe einmal in meinem Leben irgendwann einmal Strauß oder Brandt oder Kohl nachgemacht. Muss ich in jedem Programm, muss es drin sein, Strauß oder Brandt oder Kohl. Egal, was immer ich mache, auch wenn ich was völlig anderes mache, Mina von Barnheim zum Beispiel spiele, nicht die Minna, aber sonst irgendeine flotte Rolle, muss ich am Schluss mindestens noch den Strauß machen, sonst kann die Minna nicht rund sein. Unmöglich, ja. Oder es kommt einer auf mich zu und sagt, Mensch, Richtling, was machen Sie denn? Ich habe Ihre Soloshow gesehen im Fernsehen, um Gottes Willen, vor Jahren, denn habe ich Sie gesehen, auf dem kleinen Schlossplatz haben Sie gespielt mit der Dings, die kenne ich nicht, doch ganz bekannte, ich kenne die nicht. Doch, das ist Ihre Stärke, so müssen Sie weitermachen. Ja, ich bitte Sie, wann war denn das? Ja, 1962, 63, also war ich 6 Jahre. Da habe ich ja noch gar nicht gearbeitet. Ja, sagt er, aber Sie waren toll. Ja, na gut. Ah. Ah. Dass diese völlig auf Technik abgehoben. Ja, ihr könnt vielleicht von Arzt. Ich spreche nicht mehr. Dann müssen Sie Ihre Kunden. Sie wollen sich doch vor, wenn er einen Spiral macht. Wer im Glashaus sitzt, sollte sich nicht mit auf einen Zaunstrahl setzen heute. Sei mal leise, ich werde doch bitte leise. Ich bin durch. Sei doch mal leise, ich werde doch bitte leise. Ich bin durch. Moment, ich bin durch. Sei doch mal ruhig, durch. Moment, das hat kein mehr. Ich bin. Moment. Ich muss mal leiser machen, sonst verstehen nicht mehr, was ich sage. Was hätte ich jetzt sagen will? Irgendetwas mit Amol war es gewesen. Was gerade ist noch auf der Zunge mit Amol? Doch, was war denn das? Gerade ist das noch gesagt. Amol. Ach so, ich bin durch Fernsehen erst einmal ein Mensch geworden. Ja. Also bloß durchs Zugucken, wisst ihr? Weil am Fernsehen, da musst du nichts schreiben, nichts lesen lernen. Ja. Wenn sie lesen wollen, dann müssen sie sich ein Buch kaufen, damit sie es weglegen, bis sie es noch wieder gefunden haben. Oh. Und wenn ich lese, da ist ja der Fernseher immer lauter, wie das ich lesen kann. Ja. Ich seh Fernsehen den ganzen Tag, von dem Morgens bis am Mittag, von am Abend bis am Mitternacht, von am Nachmittag, Mitternacht, von am Morgen, von ich lasse halt durch, sauer. Dass ich nichts verfeime tät. Gell? Ich wüsste auch gar nicht mehr, wo der Ausknopf ist. Manchmal verwische ich ihn mit dem Dings, wie heißt man es, am Arm hat man es drin, im Arm hat man es drin, verwische ich den Ausknopf, wie heißt man, helfe ich mir, wofür haben Sie einen Eintritt zahlt? Da, im Arm drin, aber wie heißt man denn das? Häuset sie so? Im Arm, da, ich zeig, wie häust man denn das? Laut! Ellenbogen. Im Arm, da! Mir ist Mäusle. Ja, mir ist klein, sitzen wir um 12 noch da. Im Arm, da! Ärmel, Heiland, Sack! Oh.
sage die Ellenbogen Meißle. Und wie oft noch? Ich kann sie Ihnen doch zeigen, die doch bloß nachgucken dürfen. Und da dauert es oft lang, bis ich den Ausknopf wieder gefunden habe. Und es gingen wertvolle Sendeminuten zum. Nicht schon wieder Ellenbogen. Es gingen wertvolle Sendeminuten zum ohnmächtig Operationssaal, Krankenkasse, Krankenbesteck, Oberarzt, Knochenbrich, Dalli, Dalli, was fällt Ihnen zu Äther ein, zum Äther hinaus? Ja. Da kann man doch nicht sagen, Fernseh macht blöd, das ist mir, oh, das ist mir, oh, begreiflich. Adelaide schwätzt halt, wisst Sie, mein Haar, meine Frau auch. Sagen, Els, du wärst ich, sie, ich, du, die sie sagt zu mir, du, natürlich. Ich wär's früher wacher gewesen. Das ist gar nicht wahr. Dann steht sie da und sagt sie, komm, schwätze mal, ich schwätze mal, ich schwätze mal. Was soll ich mit der schwätze? Ich bin jetzt 35 Jahre, bin ich verheiratet. Ha, da ist doch einmal alles geschwätzt, was man zum Leben hat. 35 Jahre, denken Sie mal, 35 Jahre. Ich hätte immer gedacht, das verjährt sich immer nicht. Aber nix. Wir sind uns halt drauf am Standesamt, da hat so ein Beamter gefragt, wollen Sie diese Frau ehelichen bis ans Ende Ihrer Tage? So antworten Sie mit ja. Na, habe ich halt gesagt, ja. Gell? Ich hätte auch sagen können, neu, aber dann hat er nicht gefragt. Aber die tut nix, sie ist furchtbar. Die tut nix, das ist fort. Außer putzen und wäschen und biegeln und kochen und abwäschen und abtrocknen und Kehrwoch machen und Trepra putzen und Fenster aufputzen und jäten und säen und ernten und machen und dorn und werkeln und einkaufen, tut ihnen nichts. Dass wir verheiratet sind, sie, das hat sich bis heute noch nicht amortisiert. Essen auf Räder, das wäre mich wahrscheinlich billiger kommen, wie wenn die alle. Ja, die kauft alles aus, die was sie braucht. Was in der Werbung kommt, ist schon richtig so. Ich meine, weil wenn es schon mal Arbeiter wird in der Werbung, dann sollte man es auch kaufen. Gerade mit dem Ding ist es schon so gegangen, mit dem Kaugummi. Dann darf man auf mir kaufen. Oha! Nicht? Moment, das, das reicht richtig mal den Mund offen geschwind, das ist wegen dem. Das ist wegen dem Pfefferminz. Wenn so viel Kaugummi aufkauft, dass man mitschwätzen kann, wenn ich länger kaut, der ganze Keller ist voller Sack, das muss weggekaut werden, mal. Ich kau gar keinen sonst, aber. Naja, wenn man es nicht gibt, ist. Man weiß dann nicht, was ist jetzt Kaugummi und was ist Zähn. Jetzt bleibt er da vorne. Ich kau keinen sonst, das ist einfach. Sie, am Anfang war das so kompliziert. Und dann habe ich, gell, kenn ich das, wenn man es nicht gewöhnt ist, gell? Dann habe ich links kaut und rechts gegessen. Da ist mir das eingefallen, ich esse lieber links. Dann hat sich das vermischt miteinander. Sie mir sind Tag vorkommen, dass ich Kaugummi geflogen habe und das Essen kaut. Dann habe ich Verdauungsschwierigkeiten, obwohl ich gar nichts gegessen habe. Aber es ist halt günstig für die Muskulatur, die hat man ja gerne mal im Mund drin. Gell? Ja, das hat jeder. Das muss ja bewegt werden, das ist ja nicht damit da, dass sie umeinander tappen mit den Füßen. Die Muskulatur reicht ja nicht bis dann auf. Und durch das Kaugummi ist man halt dauernd am Schwätzen und man sieht doch nichts. Das wäre mal etwas für Politiker, gell? Bei meiner alten Was? Will jetzt das weiter kauen? Kriegst genug wär's noch? Wenigstens, ein herrlich dran, das kann ich Ihnen wegmachen. Das ist nicht so unästhetisch.
Ich kann es Ihnen auch einpacken. Warten Sie, Sie können es sich ja noch überlegen. Ich lege es mal daneben. Okay? Da brauchen Sie nicht mehr fragen, dürfen Sie es wegnehmen. Okay? Sie, bei meiner Alte ist das so kompliziert. Die hat ja ein Gebiss. Okay? Also, sie hat schon mehr gehabt. Und die kaut dermaßen eifrig mit, aber das verklebt sich bei der dermaßen miteinander. Ich sag, lass doch neu, die kaut, die ist so pflichtbewusst, die kaut. Ich sag, das Zeug muss weg, das kaut. Ich hab sie schon verwischt. Ich sag, was machst du denn da zwischen den Händen? Da hat das Gebiss draußen und kaut separat. Das kaut. Doch, das macht's. Wow. Die hat das Gebiss, gell? Also wenn sie es einmal drin hat, wenn. Wenn sie mal nicht auswärts kaut. Seht sie deren nicht an. Seht sie deren nicht an. Und ich habe auch ein Gebiss, gell? Aber halt kein was unecht wäre. Nicht wie heißt der, Gustav Knut. Korrega-Taps. Ja, da ist ja der bekannt worden damit, gell? Ja, ja. Das ist halt schön, wenn man im Alter noch so eine Rolle kriegt. Das ist wunderbar. Und seht sie auch nichts. Seht sie etwas? Nix. An den Zähnen, da seht sie, wie oft gerne mal, sagen wir mal, Schein und Sein durcheinander kommen. Okay? Oft, ja, ja, oft ist schon gerade im Dings oft so, dass Schein und Sein durcheinander kommen im fies umeinander, da bei euer Rumlatsche, euer Atmen, machen da und Werkle im Leben. Im Leben. Das Schein und Sein durcheinander kommen. Ja, also sagen wir mal, einer sieht aus wie 50 und ist erst 25. Ja. Und ein paar andere sieht aus wie 48 und ist auch erst 25. Ja. Schein und Sein. Ja, oder sagen wir so, morgen wäre Dienstag, dann wäre übermorgen ja Mittwoch. Ja, Moment, wäre jetzt heute erst Montag, dann wäre morgen erst Dienstag und übermorgen Mittwoch. Oft stimmt's auch. Also wenn ich jetzt zu Ihnen schwätze, Dad, ich tu's ja, aber wenn ich noch dazu eben schwätze, Dad. Verstehen Sie das? Als wenn ich zum Schwätzen noch dazu etwas schwätze. Verstehen Sie, wie ich das meine? Das müssen Sie jetzt halt selber mal ein bisschen überlegen. Na, schien es Ihnen, wie wenn ich zu Ihnen schwätze, und es stimmt auch, aber da ich jetzt nicht zu Ihnen schwätze, na, schien es Ihnen, wie wenn ich nicht zu Ihnen schwätze, und es stimmt auch. Wann geht Ihr Bus? Mein Alter sagt halt immer, Einkauf und Putze, sagt sie, Putze wäre das halbe Leben. Weil ohne Putze könnte man verdrecken und verdreckt lebt es nicht. Das Fernsehen könnte so gemütlich sein, wenn das Leben nicht wäre. Gerade im Fernsehen, da habe ich doch Gemeinsamkeit im Fernsehen und ich kann meine Alte vergessen. Der Käppi ist mir so vertraut, als wäre es gar nicht. Meine Alte, die kommt immer bloß von hinten geschlichen und verschrickt einen. Obwohl. Sie kann ja bloß von hinten kommen, weil vorne ist ja der Fernseher. Sie, wenn ich am Abend am Fernseher sitze und der Dings kommt da, der mit dem Schaltergesicht, wie heißt der? Ja, verkauft aber Geschirr eigentlich ein Strauß voller Rosenthal. Ah. Wenn der kommt, sie, dann weiß ich, ach, es ist donnerstags. Das drückt er so schön aus, dass die Zeit so schnell rumgeht. Da sagt er irgendetwas ganz arg witzig, sagt er mal immer mit Dalli am Anfang und noch etwas ganz arg witziges. Wie heißt denn das? Dalli? Und noch ganz witzig. Dalli. Wenn der das sagt, dann weiß ich, ach, Zeit ist schon wieder rum. Die Zeit geht so schnell rum, das merkt man sich an dem Rosenthal, dass ich oft gar keine Zeit mehr habe zum Fernsehen. Glauben Sie es? Obwohl ich ja Fernsehen plus tue. Verstanden? Aber wenn ich Fernsehen, habe ich ja die Zeit nicht mehr. Verstanden Sie? Also wenn ich nichts mache,
habe ich die Zeit, aber was mache ich in einer Zeit, in der ich nichts mache? Und sobald ich etwas mache, habe ich die Zeit nehme. Und wenn ich sie nicht hätte, könnte ich auch nichts machen. Ja. Zeit ist einfach, wenn man Zeit hat und sie nicht nutzt. Und gerade das drückt der Rosenthal wunderbar aus. Wunderbar, gell? Da ist man dabei am Fernsehgarten mit, das ist einfach, das ist, oder wenn einmal ein Krimi kommt, wenn einmal ein Verbrecher kommt, da, der Zimmermann. Ha? Moment, 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 also, der vom ZDF, da muss man aufpassen, gell? Komm, vorsichtig. Sieht es wichtig, dass so ein Mann wie der Zimmermann, also der Richtige, dass der Zurechnung zuständig bliebe, ist, für Ihnen, als was Ihnen in eurem Vorgott. Wenn ich am... Was? Haha. Wenn ich am Gericht stand und an Schwierigkeiten, so ein Mann wie der Zimmermann, aber der hat Verständnis dafür, aber das glaubst du mir, gell? Der Mann, der hat selber schon mal nicht gesessen, gell? Aufpasst. Jawohl. Ja. Kennen Sie sich geschichtlich noch das alte? Schon ganz gut. Da hat er doch so ein Meinheit gehabt, gell? Da hat er einen Attest beibrochen. Da hat er die Strafe nicht absitzen müssen. Wegen geistig verminderter Leistungsfähigkeit. Das ist wahr. Da müssen Sie mal aufpassen. Vielleicht bringen Sie es noch einmal. Jetzt hat er doch erst ein Eid als Minister ablegen müssen, gell? Muss man vorsichtig sein, sehen. Ja. Muss man aufpassen, dass er eine plötzliche Attest da bringt. Oh. Oh. Die sind ja jetzt alle da zusammen bei dem Kanzler, Wie heißt's jetzt der? Der den Kanzler Schmidt jetzt spielt. Ha? Kohlhäuser, ah, oh, oh, der, oh, der sagt wichtige Sachen, oh. Oh. Was hat er neulich gesagt zu dem Vogelrah im Bundestag da? Aber einfach wegen der SPD und der Sitra, ganz wichtig, aber ein Satz Nagel, der Vogel ist richtig zusammenzuziehen, aber der Kohl auch. Oh, ich glaube, der hat gar nicht gedacht, dass der Satz von ihm ist. Wunderbar! Oh. Was war denn das da? Was hat er da gesagt? Ein Satz, und eine Salzseile ist durch den Bundestag gegangen. Ah, oh, was, ein Satz, ganz wunderbar. Ach so, natürlich. Das ist das Problem. Was hätte der Vogel doch noch sagen sollen? Und das kann der Kohl einmalig, das schwätze, das kann er. Das hat er gelernt, gell? Da hat er so Kursle belegt, das ist wunderbar. Also, ich kann ihn den ganzen Tag angucken, das ist wunderschön, also bloß Ding, das kenne ich nicht. Das ist, wenn er so schwätzt, das ist meistens, hat er so Aufsätze da geschrieben und das darf er noch vortragen im Bundestag. Meistens ist es wie ein Gedicht, gell? Neu ist nicht gereimt, also man kann sich keinen Vers drauf machen, aber es ist wunderschön. Bloß verschenkt ist halt, gell? So, guck jetzt mal, so arg verschenkt. Ich habe noch nie einen Kanzler gesehen, der so freundlich und häflich gewesen. Und ja, und auch mal immer lächelt, auch wenn einmal nichts Wesentliches gesagt ist. Und jetzt sagen wir mal, gerade beim Bedienungspersonal, da fehlt es ja oft einmal gern an Freundlichkeit, gell? Und da verpufft man so ein Talent. Hat es doch gesagt! Verstand ich nicht. Verstand ich nicht. Was? Stellen Sie sich vor, wie er da rumwuselt? Nein! Das M spricht er doch immer da draußen, gell? Möchten Sie noch einen Orangensaft?
Bescheiden ist er geworden. Guck mal, so arg bescheiden. Früher hat er mal gesagt, Wanderer zwischen den Welten. Und jetzt sagt er bloß noch Wanderer zwischen Ost und West. Bei mir nicht aufpassen, weil das ist unser Kanzler. Der wird noch so bescheiden, der wandert bloß noch zwischen Stuttgart und Esslingen. Aber er sagt halt auch, wegen den ganzen Arbeitslosen und Jugendlichen, sagt er, für einen Wanderer, also keinen, da steht das Tor zur Zukunft offen. Wir dürfen es bloß zumachen. Gucken Sie, was der Mann mit sich rumschleift. Da hat er gesagt, gerade wegen den Grünen da, die haben doch das vorgeworfen. Das ist doch die Partei, die aus der Umwelt haben die Partei gemacht. Das ist auch eine Idee, Heilandsache. Da hat er gesagt, er kann nicht, wegen der Nachrichtung des ganzen Zeugs, er kann nicht Nuklearwaffen über Nacht aus der Welt schaffen. Ja, das glaube ich. Okay. Was verlangen die Grünen von dem armen Mann? Ha? Soll der das heimlich abtransportieren? Da gibt es doch heute Firmen, die kann man beauftragen. Da dauert es auch lang, bis das Zeugs wieder gefunden ist. Lang. Lang. Wir brauchen das Atom, das brauchen wir für alles, für die Elektrizität, für alles. Nulllösung haben, nichts mehr haben außer das Atom. Und deswegen muss man das Atom fördern und auf den Föderalismus ist er stolz. Ist wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wunderbar, ja, und wahnsinnig hintergründig auch, gell, wenn Sie es überlegen. Deswegen hat ja jetzt auch er den Valentin-Orden gekriegt, weil er so wahnsinnig hintergründig ist. Ja, wahnsinnig, das hat bis ja bisher keiner gemerkt. Und durch den Orden erst hat man jetzt rausgefunden, was der Kohl für ein Kniller ist. In Amerika, da geht es einfach, da wird er mal geschwind ein Schauspieler Präsident. Bei uns muss einer ganz klein anfangen als Kanzler, dass der mal Komiker werden kann. Ganz, ganz. Auf eins hat er ja so kächlich gesagt, da hat er so die ganze Problematik so zusammengefasst, das kann er halt einmalig. Da hat er mit Arbeitslosen und Wirtschaft und Ausländer und Hass und wunderbar hat er zusammengefasst, da hat er, vom Anfang. Er hat gesagt, Ethik und Ökonomie, da weiß ich gar nicht, was das ist. Und Freiheit und Gerechtigkeit, das alles, die paar Sachen, das alles. Das zum Verbinden, da dazu hat er, das zum Verbinden, da dazu hat er die Kraft und das Leitbild und, die Herrlichkeit. Amen halt. Also wunderbar, wunderbar. Das ist, man muss sich halt an den gewöhnen, gell, sonst muss man halt, sonst muss man es halt machen wie damals bei dem Schmidt damals. Den Schmidt kennen Sie doch noch. Ah, den Schmidt, den werden Sie doch noch kennen. Schmidt, Bergedorf. Früher hat er eine Pfeife gehabt, jetzt raucht er auf den Daumen. Schmidt, der Schuldquer ist mit dem Rot und Grün in der SPD, der hat es ausgelöst. Ah ja, sicher, da sind ja die draufgekommen, da sind ja die rechtzeitig draufgekommen von der anderen Seite. Dass durch den Rücktritt von dem Schmidt ist damals in der SPD zum Roten das grüne Licht aufgegangen. Jawohl. Und das haben die, Gott sei Dank, haben die das rechtzeitig vor der Wahl gesagt, das kam im Fernsehen, das sei gefährlich, haben sie gesagt. Und das kam im Fernsehen, das habe ich denen geglaubt. Gott sei Dank haben die uns davor bewahrt. Gott sei Dank. Aber die Grünen kommen hier überall in den Landtag, kommen die rein und im Bundestag sind sie drin. Hoffentlich bewahren die uns. Ey, das ist mir so Fleder. Hoffentlich bewahren die uns endgültig da davor. Hoffentlich, ich meine, die Mittel haben sie jetzt dazu. Gell? Vielleicht machen sie es gerade wie im Verkehr. Wenn ich in Häfner-Haslach an der Ampel stand und sie ist rot und grün, na, ist sie kaputt. Jawohl. Da wird ein schwarzes Tuch drüber gehängt. Und dann regelt den Polizisten Verkehr. Das ist der Umstand von mir. Das sage ich. Sie, da schwätze doch Leid immer noch vom Frieden, gell? Haben die kein Eug im Kopf. Ha? Es gibt doch so viel Problem mit Umweltproblem, gibt's ein Problem. Gell? Ja, das ist auch. Gell?
Man hat heute hat man Verkehr, man hat Natur, man hat Ding, Ozon. Was haben wir Winterschnee vor der Haustür? Da fragt kein Mensch danach. Okay? Und Atom ist halt, das hat man jetzt mal, das, da kann doch der. Da kann doch der Regen auch nichts da dafür. Atom ist einmal da, da muss man es halt, jetzt wollen wir mal sehen. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, wenn es Atom, jetzt kommt es ja. Dann wollen wir mal sehen, muss mal sehen, dass man es wieder wegbringt. Ich weiß es nicht, wie es geht, aber man muss halt sehen, dass man zum, bei der Kehrwoche zum Schnee das Atom noch dazu wegschiebt. Ich weiß es nicht, wie es geht. Da kann doch der Regen nichts dafür. Ich kann auch nicht zum Regen sagen, stationieren Sie ihn weiter hinter den Schnee. Das kann doch der kann doch der das auch nicht ändern. Das geht ihm auch bloß um Frieden und wenn das Atom da ist, na, braucht man Frieden. Frieden kommt immer erst hinterher. Das sagt ja schon der Name. Frieden. Naja. Da brauchen wir doch nicht demonstrieren. Wozu hat man Demokratie, dass jeder frei seine Meinung äußert? Da muss man doch nicht demonstrieren. Deswegen hat man ja Demokratie, dass jeder die äußert und ein paar andere ihre Meinung frei machen. Die können uns ins Haus holen, so viel zu wollen, da können wir gar nichts mehr machen. Und wenn die 30 Tonnen Petersilie daher schleppen, das Mist gefressen wäre, da können wir gar nichts mehr machen. Wer gewählt ist, ist frei von der öffentlichen Meinung, glaubet es. Glaubet es. Brauche ich nicht demonstrieren, das ist doch, ich kann doch nicht im Frieden für den Frieden demonstrieren, das geht doch nicht. Das ist sprachlich nicht möglich. Ich kann nicht einen Horchstreik machen, für das ich, sagen wir mal, nach Sturgert telefonieren kann, ohne Vorwahl, wenn man schon in Sturgert ist. Aber ich kann gegen etwas demonstrieren, das ist auch nicht sprachlich möglich. Ich könnte durchaus, also es wäre mir, es ging, es de, also ginge der jetzt gange. Ich könnte mit Raketen gegen den Frieden demonstrieren, also möglich wäre es. Möglich wäre, das hat ja die, das sind ja die wunderbar, denn die wunderbar gesagt, auch gewaltfreier Widerstand ist schon Gewalt, der haben die gesagt, wunderbar, gewaltfrei, ich, also wenn Sie jetzt am Fernseher hocken, ist das Gewalt? Wenn Sie aufstanden auf den Fernseher zu, ist das Nötigung und Gewalt. Und der Strich, wenn Sie das Knöpfchen drückt hat, das können Sie sich denken. Gewalt! Wenn ich jetzt bloß so da sitze, zählen Sie mich. Seht es, merkt es, spürt sie die Gewalt. Der Mensch an sich ist schon Gewalt. Die Rakete macht nichts, der Mensch muss abgerichtet werden. Und darum geht's. Deswegen brauchen wir Rakete. Ich tät sie alle aufkaufen. Von den Amis und von der Russen. Her damit, dass man aufgreifen wird mit ihrer Menschheit. Die bedroht doch bloß die Menschheit. Uns bedroht doch bloß die Menschheit. Was sind Raketen einen Segen gebracht über die Menschheit? Ja, glauben Sie vielleicht, wir könnten heute Erfolg und Erfolg und Erfolg in der Ostpolitik haben, wenn keine Rakete gewesen wären. Wenn es einen Krieg nicht gäbe hätte, na, der DDR gar nicht gäbe und uns auch nicht. Das muss man sich immer einmal vorhalten. Ja, die Welt leidet dermaßen an Überbevölkerung, da kehrt mal wieder ein Krieg her, dass der natürliche Ausrottungsprozess unterstützt wird. Was? Raketen sind bloß der natürliche Ausrottungsprozess und es geht da bloß darum, den so sanft wie möglich zu machen. Mit Atom stirbt sich schnell und leicht, ist eine alte Sache. Gell? Atom ist bloß für die schlimm, die weiter weg wohnen und überleben. Ja. Wir können doch nicht alle auf einen Fleck zusammenziehen, bloß weil so ein paar Friedensheini sparen möchte an Raketen. Wegen denen möchte ich nicht grausam verrechnen. Wegen denen möchte ich nicht mühsam verarbeitet werden zu einer Menschenkette. Vor jedem Friede kommen erst einmal Demokratie und meine Rechte. Ich habe ein Recht auf einen sanften Tod. Ich habe ein Recht auf meine Atomrakete. Das habe ich und die will ich. Schluss! Aber bis die sich entschieden, ob sie jetzt Atombomben loslassen oder ob es reicht mit dem Schnee, ah, wach, kommen Sie. Ist die Atombombe längst eingefroren, weil es so kalt geworden ist in der Welt. Gell? Aber das glaubst du mir, sage ich dir. Man kann das Atom so friedlich, und das ist doch jetzt, man kann es überall kaum benutzen, das Atom. Da ist doch, die wollen doch jetzt auch verstärkt den Wald bekämpfen. Gell?
Ja, und das sagen sie halt, sie möchten es machen mit Atom. Weil sie sagen halt, mit Kohlekraft ging es auch, aber es ging halt wahrscheinlich nicht. Okay? Weil bei Kohlekraft, da wäre ja auch wieder Beim verheizt. Ganz alte zwar, versteinte aber Beim. Jede Kohle war einmal ein Baum. Okay? Ich kann auch nicht Tierschutz machen und Schmetterling pressen, das geht nicht zusammen. Das geht nicht. Und so ist halt Atom auch moralisch gerechtfertigt fürs Waldsterben. Fürs Menschensterben ist Atom schon lang gerechtfertigt. Da beim Frieden. Deswegen sagt ja der Kohl auch, wir brauchen keine Friedensbewegung, weil wir das Atom haben. Der Vogel sagt natürlich gleich blöd, doch, er braucht einen. Ja, wenn er eine braucht, bitte soll er sich halt eine halten. Gell? Mir reicht's, was der Kohl sagt. Da weiß ich, dieser Kanzler schafft uns. Moment. Schafft uns Vertrauen. Atom ist lebenswichtig, obwohl so klein ist. Wissen Sie überhaupt, wie klein Atom ist? Wissen Sie das überhaupt? Wissen Sie das? Kommen Sie mit. So klein. Seht es? Seht es nämlich nichts. Ich weiß nicht, wie die mit nichts der Wald retten möchte. Aber wahrscheinlich ist beim Atom wie in der Medizin, vielleicht ist Atom ein Dings, Placebo. Wissen Sie, was ein Placebo ist? Ja? Wenn ich Gicht habe in der Hand und nehme ein Placebo, dann ist es in der Fies. Und nicht mehr in der Hand. Und so ist Atom ein Placebo, dass man das Saure aus den Bäumen rauskriegt und danach, wo es hingehört, auch den Essig in Gurgen, ne? Ja. Niere, Kuttle, Ibral dran nach. Ne? Vor 300 Jahren hat kein Mensch Vitamine kennt und heute braucht man es, das ist doch eigenartig. Und wenn man Atom heute nicht brauchen würde, dann würde es gar nicht geben. Ne? Vor 50 Jahren hat kein Mensch einen Fernseher wollen und heute hat jeder einen. Ne? Wenn wir in 30 Jahren mal jeder seine Atombombe an Silvester loslassen, da was? Na, sagt auch keiner mehr etwas. Wenn er trotzdem der Wald kaputt geht, dann kann man ja für jeden Baum, der im Wald kaputt geht, kann man gleich einen Nachsteller aus Plastik. Ah, die halten doch ewig, die brauchen sie bloß noch abstauben. Gell? Deswegen, weil das so arg viele Menschen auch jetzt verhungert und verseifelt, also mit Wasser, und verkriegert, deswegen hat man ja radikal jetzt auch angefangen, Menschen einfach aus Plastik zu machen. Mit dem Plastikherz der damals, der hat ja 3 Monate hat er gehoben. Hände und Fies hat man schon lange aus Plastik. Eine Säle gibt es auch bald aus Plastik. Fernsehen ist so ein Plastikgedächtnis, das dritte Gedächtnis ist, was ist das zweite, was ich nicht sagen will. Auf alle Fälle brauchen die Menschen bloß noch abstauben, die halten ewig. Ich glaube, zum Sonst hat dort einmal die Zeitung Time zum Häuser, die Häuser, zum Mann des Jahres haben die einen Computer gewählt. Ah, das war doch nicht umsonst gewählt. Weil Computer, die sind menschlich bis auf die Haut, bis aufs Plastik. Und das auch noch. Computer kennen alles, die kennen Säen und Ernte und Jäden und Fliegen und Schwätzen und Kriegen und sie kennen Essen. Und sie kennen halt Essen. Ich habe immer gesagt, der Mensch, also ich. Ah ja. Ich brauche zum Leben bloß das Fernsehen. Aber irgendwann einmal, bald, braucht man zum Leben halt bloß noch das Fernsehen. Gell, also ohne mich. Das glaubst du mir. Das sag ich. Time hat zum Mann des Jahres einen Computer gewählt. Ah, das ist doch nicht umsonst. Weil die kennen alles, der ist Mensch. Bitte Plastik halt. Gell? Die kennen alles, die kennen kochen und ernten und und machen und gucken und tun und bald noch können sie halt wahrscheinlich noch essen. Können sie jetzt was brauchen. Irgendwann einmal, ich sage immer, der Mensch braucht zum Leben, also ich brauche zum Leben fürs Fernsehen. Aber irgendwann einmal braucht man zum Leben halt bloß noch Fernsehen. Also ohne mich, gell?
danke, meine Damen und Herren. Ich wollte Ihnen noch einen Nachspann geben, wenigstens einen Nachspann. Wenn ich ein solches Programm, wenn man überhaupt ein solches Programm ausgestaltet, ausformuliert und ausgetüftelt, diese ganzen Themen aneinander gekettet und miteinander verbunden und man denkt also, was bleibt von diesen vielen Themen, was bleibt jetzt übrig bei den Leuten, die es angeschaut haben, was nehmen die mit nach Hause, worüber redet man morgen noch, vielleicht in einer Woche, nicht, dass man für die Ewigkeit gearbeitet hat, also ein bisschen was bleibt hängen. Es bleibt ja nicht alles bei allen hängen, sondern bleiben ja nur Teile, für jeden verschieden. Und was ist es aber beim Einzelnen? Und das interessiert einen ja auch. Und also was bleibt hängen? Ich glaube, das ist diese Frage. Und das kommt also nach der gestrigen oder vorigen, irgendwann kommt eine Dame auf mich zu, hat extra gewartet, gut eine halbe Stunde, kommt auf mich zu, die ganzen Themen im Gesicht. Und ich denke, was sagt mir ein Anstoß, eine Kritik, was wird es sein? Man ist doch gespannt. Und sagt, es war wunderbar, bloß äußerlich mir hängen geblieben. Sie sind Keuschwab, gell? Ja. Das Neu hat nicht gestimmt. Ich wollte bloß sagen, nichts mehr, 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 ich wollte bloß sagen.